So, damit herzlich willkommen an diesem Montag zu Wreckfest. Ich glaube, das ist sogar. Ist es schon? Ja, das, nee, ist es noch nicht ganz. Das ist erst der 31. Mai. Und wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Ich wollte eigentlich gerade schon sagen, schönen Juni anfangen, aber ist es noch ein Tag. Ja, in der letzten Folge haben wir ein schönes, langes Turnier gehabt. Hier sehe ich gerade internationale Tour mit 8 Rennen, A3 Runden. Und da sind einige Rennen dabei gewesen, wo ich mir denke, whoopi. Unter anderem ein Rennen, wo der ein überrundetes Fahrzeug im Gegner der Fahrtrichtung fährt, den Führenden zweimal wegschießt, erst mich und dann den Kontrahenten. Puh, ja, fand ich ein bisschen hart, aber gut, okay. Muss ich sagen. Wie dem auch sei, ich fahre heute wieder ein bisschen Rennen. Heute machen wir nicht kein Turnier, das machen wir nicht heute, das packe ich jetzt nicht nochmal. Sondern wir fahren heute ein bisschen Double-Decker. Okay, machen wir es so. Was auch immer das ist. Scheinbar. Zwei Autos übereinander. Ja, Überlebensrennen? Okay. Naja, müssen wir mal gucken, was ist überhaupt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Es sagt mir jetzt gerade nicht viel. Das Fahrzeug sagt mir auch nicht viel. Okay, los geht's. Also es sind auf jeden Fall zwei Autos aufeinander. Das ist so viel, sehe ich gerade. Wir rennen nur das Rennen auf Position 1. Okay, wir haben jetzt keine große Ziel. Wir haben 6 Sekunden Zeit, heute dieses Rennen nach Hause zu rocken, zu fahren, wie auch immer. Man muss ein bisschen aufpassen, gerade in den Kurven sehe ich das gerade. Durch diesen erhöhten Schwerpunkt, also weil da oben noch was draufsteht. Muss man aufpassen, dass das Auto nicht komplett wegkippt. Okay, gut zu wissen. Also, wir führen das Rennen an jetzt gerade so ein bisschen. Wir müssen das Rennen gewinnen oder sollen das Rennen gewinnen. Am besten. Alles andere interessiert mich gerade erstmal nicht. Das ist zumindest das erste Ding hier. Naja, es ist mal wieder. Oh, Hilfe, Hilfe, aua, Hilfe, nein, das tut weh. Nein, alles gut. Es ist das Problem, wenn du ein bisschen zu weit rauskommst, dann habe ich ehrlich gesagt keine Lust, in den Gegenverkehr zu crashen. Was ist das? Man durch das Bremsen. Ach, weil das da oben wahrscheinlich wackelt ein bisschen. Weil ich jetzt gerade. Ich bremse normal nur an und der. Schon mal, so gesagt, der Aufsatz ist ein bisschen zu weit. Aufpassen, weil da kommen nämlich wieder eine ganze Reihe an Gegner. Der Gegner von mir. Lass mich einfach nur in Ruhe. So, wir sind momentan Erster. Das ist ganz klar. Vorsprung momentan 22 Sekunden. Also der Abstand ist nach vorne ist oder nach hinten ist sehr, sehr gewaltig. Soll auch oder kann auch gerne so bleiben. Die anderen sind nämlich gerade erst in einer anderen Schleife. Daher ist es egal. Wir führen ein Rennen an. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich passe jetzt ein bisschen auf, dass ich nicht in den. Ja, jetzt kommen sie wieder alle nach und nach. Alle aneinander. Alle beieinander. So ein Rennen kann auch durchaus immer schnell wieder kippen. Oh, Alter, da gab es eine Berührung. Ganz leichte. Oh, Hilfe. Da fahrt. Genau, fahrt einfach mal nur selber miteinander. Dann kontrahieren. Also es sind einige, die jetzt ein bisschen schwer angeschlagen sind. Wir haben noch volle Energie. Also momentan sieht es gut aus, als wenn wir diesen Lauf hier nach Hause rocken. Diesen Lauf hier. Ja, das wird knapp. Boah, Alter, war das knapp. Das war mit dem roten Auto gerade schön aneinander. Jetzt haben wir es weg. Aber das war keine Absicht. Weil der kam genau in dem Moment aus der Ecke da raus und wir haben unsere ersten Lebensenergiepunkte verloren. 12 immerhin, jetzt haben wir nur noch. Haben wir verloren. Aber dem hat es mehr gekostet. Aber mir ist das wurscht. Wir müssen in erster Linie unser Ding nach vorne rocken. Wir haben noch einige Runden. Linkes Vorderrad beschädigt, genau das meine ich. Einfach eine. Kann immer mal passieren, sowas. So, jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir diese ganzen Nachzügler drin.
Also aktueller Vorsprung mittlerweile bei fast 35, über 35 Sekunden. Genau das ist es einfach. Es passiert jetzt gerade einfach ein bisschen. Was Motor beschädigt. Wir haben noch die Hälfte der Energie weg. Schon oder schon die Hälfte. Wir haben dafür einfach mal sehr lange unterwegs. Also auch unnötig irgendwie was jetzt zu fabrizieren. Klar, es ist jetzt natürlich umso mehr das Feld sich wieder entzerrt, umso pech. Wieder ein Auto rausgenommen aus dem Rennen. War natürlich klar, dass man jetzt jagen sie nämlich uns in Führenden. So, wir haben noch eine Runde, wir haben noch 43% des Lebens. Genau. Quetscht mal euch da jetzt raus. Kommt in die Innenbahn. Letzte Runde. Momentan führen wir das Rennen seit Runde 1. Und das darf auch gerne weiter so bleiben. Mechanic. Adios. Bye bye, mein Freund. Aber das ist ja momentan der Viertplatzierte gewesen gerade, den wir jetzt gerade da so ein bisschen erwischt haben, der uns ein bisschen mitgenommen hat. Da ist jetzt gerade... Ja, dann war das jetzt der Mechanic. Ja, den haben wir nämlich berührt. Und der ist raus aus dem Rennen. Nee, ist auch nicht raus. Okay, ich dachte mir jetzt so aus, aber... Auf den haben wir eine Minute Vorsprung. Zweiter momentan auf der zweite hinter uns immer noch fast 36, 37 Sekunden. Wir versuchen nur das Rennen in die Hose zu rocken. Wäre der Rest natürlich nicht selber nicht durchs Ziel kommt. Da haben sich... Oh, Alter! Den habe ich aber nur mitgenommen. Der ist nämlich noch in mich rein und hat dadurch die letzten Lebensenergiepunkte verloren. Das ist erstmal... Okay, wir haben es geschafft. Und... wir haben bis auf den Drittplatzierten alles überrundet. Das war nämlich der Zweitplatzierte, glaube ich, den wieder raus... Aber der Rest ist raus. Komplett raus. Und damit haben wir es. Diesen Sieg. So, einen Rennlauf haben wir noch. Einen Lauf haben wir noch, den wir uns heute angucken. Ach, wir haben Turnier. Ja, nee, ich fahre jetzt kein Turnier noch in der Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Sowas machen wir dann in einer Folge. Das packe ich jetzt nicht. Weil ich damit jetzt nicht gerechnet habe, dass wir jetzt ein komplettes Turnier haben. Dann fahren wir Motorhome Racing. Komm. Das ist jetzt für mich einfacher, wenn ich ehrlich bin, als wenn ich jetzt da mir noch so ein Turnier reinknalle. So, los geht's. Fahren wir nochmal ein Überlebensrennen. Dann
die Turniere, wie gesagt, die machen wir uns in der Nähe. Und wir haben noch ein Achterturnier dabei, also wir haben noch ein bisschen was mit dabei. Daher alles gut. Auf geht's. Also beende das Rennen auf Position 1. Wir haben 16 Rennen. Also 16. 6 Runden, 18 Autos, also 18 Motorhomes, das sind Wohnmobile, wie ihr selber schon seht. Da war, glaube ich, sogar schon mal ein Demolition-Rennen mit den Dingern. Ich finde die ganz cool. Ich finde das witzig, einfach mal so ein bisschen Abwechslung mit reinzubekommen in. Und ja. Ja, wie zum Beispiel mit dem Schulbus, wo wir mit dem Slamman gegen die Schulbusse durchsetzen mussten. Oder das umgekehrt. Ups. Das umgekehrt zum Beispiel mit dem Schulbus die Slammans jagen mussten, wo wir dann 8 Jigs zerlegen mussten. Oder jetzt, wie gesagt, so mit dem Mähdrescher und. Also ich finde diese Modi, einfach mal diese Abwechslung mit reinzubringen, finde ich ziemlich witzig. Doch, muss ich sagen. Und das ist halt gerade das, was ich meine. So, wie werden wir jetzt hier gerade in Führung gehen. Mit Beginn unserer Runde. Das kann aber auch sicher ganz schnell wieder ändern, weil hier nämlich die Strecke kreuzt. So, Beginn der dritten Runde. Wir sind Erster momentan. Also man muss sagen, Wreckfest hat auch zwischendurch einfach mal einen gewissen Witzfaktor. Nein, also mal einen Spaßfaktor, definitiv, muss ich sagen. Das macht wirklich Laune. Es sind immer mal Momente, wo ich mir denke, ach, das geht nicht. Okay, während wir gerade weggehauen wurden, wurde gerade der zweitplatzierte vor uns weg. Alle weggehauen. Dann sind wir dritten, jetzt sind wir wieder zweiter. Also der Schwarze da vorne, das kriegen wir. Den kriegen wir noch irgendwie. Da muss man mich auch aufpassen. Und tschüss. Ich meine, wenn man mal so zwischendurch den scheiß Schlag in den Schlag reinbekommt. So, vorletzte Runde. Wir haben es dann auch gleich geschafft. Wir sind dann durch mit Wreckfest heute. Nach diesem Lauf hier. Boah, Alter. Die geben dir aber auch gerade ein bisschen aus der Fresse, ne? Aber das ist das Problem. Wenn du kommst. Oder beziehungsweise das ist halt das Risiko. Wenn du kommst durch das Feld da wieder durch, findest die passende Lücke in dem Moment. Oder du kriegst einfach einen auf die. Aufgesoffen. So. Also, erster sind wir momentan. Das, was vor uns ist, ist jetzt eine Runde des Autos. Das ist jetzt nicht tragisch. Das ist in Ruhe. Ja, oder man. Wie gesagt, man findet die Lücke oder man klatscht einfach ungehalten rein in das Feld wieder zurück. Oder kriegt einfach eine Seite, wie auch immer. Und das, oder passiert das hier? Aber wir hecheln ins Ziel und gewinnen diesen Lauf. Aber ich glaube, das hinter uns war trotzdem ein überrundetes Auto. Das ist nicht tragisch gewesen. Was haben wir denn hinter uns? 5 Sekunden haben wir noch versprochen. Und das als Gruppe C. Ramram mit 238er Wertung. Es sind einige 238er dabei, also einige A-Fahrzeuge dabei. Und trotzdem konnten wir das Ding eigentlich ziemlich souverän nach Hause fahren. So, wir haben ein neues Auto bekommen, einen Roadcutter. So, und kriegen jetzt, haben wir jetzt 25.000 Credits. Aber wie gesagt, mal gucken. Ich spare noch ein bisschen. So, dann haben wir es für heute. Genau, in der letzten Folge haben wir nämlich diesen Double Decker gefahren. Heute haben wir das Motor, und dann haben wir das Motorraum hinterher geholt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und dann geht's weiter mit den nächsten Turnieren oder mit den nächsten Rennen, wie auch immer. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wieder bei Wreckfest. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder. Tschüss.